Hallo und herzlich willkommen bei Ecto Wolle. Wie ich habe ja schon beim letzten Livestream gesagt, dass wir ein bisschen einen kleinen Angriff machen wollen. Hier sieht man ja auch schon ein paar Angriffe und auch schon beim... Also Fieser Frosch, der macht gerade gar keine Angriffe. Der wollte ja mitlaufen, macht nicht. Der Adula Zech, der auch hier gerade im Discord ist. Bei dem sieht man auch, da sind auch ein paar Angriffe unterwegs. Und von Wotan kann man auch sehen, sind auch ein paar Angriffe unterwegs. Beziehungsweise, glaube ich, auch von seinen APs sind auf jeden Fall, glaube ich, auch noch irgendwo noch ein paar. Da sind jetzt, hat er nur ein, zwei Angriffe. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass er ein paar mehr Angriffe auf jeden Fall lief. Hat er sonst keine Angriffe gemacht? Genug von seiner HB. Okay, gut. Auf jeden Fall sind da auch ein paar Angriffe unterwegs. Na, wir haben ich habe jetzt extra ein bisschen halt in Allianz genommen, die auf jeden Fall kriegen könnten. Wir laufen nämlich jetzt auf die Cave Canem. Ich glaube, 11 müsste das hier sein. Cave Canem 11. Also seid extra überlegt, dass wir auf jeden Fall die jetzt einfach mal angreifen. Ich greife hier auch noch den König hier noch einen AP auf jeden Fall an. Oder König oder Königin. Das ist eigentlich recht witzig, weil hier steht halt einfach halt ja, nur off auf einer Seite. Da will ich halt hier schon mit Wölfen reinlaufen. Dann nehme ich ja noch ein paar Spearmines mit, die ich halt im Innenhof habe. Hoffen einfach mal, dass ich ein bisschen was halt auf jeden Fall da halt mit wegballere. Das ist auf jeden Fall so mein Plan. Und hier ist zum Beispiel auch eine Ruine. Das bedeutet, da probieren wir halt auch ein bisschen die Off-Fight noch ein bisschen zu schrotten. Einfach mal so ganz freudig so. Das ist so ungefähr der Plan. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass die keine Hilfe kriegen von ihrer Main. Ansonsten, naja, shit happens so ungefähr, ne? Passiert da manchmal. Kann man halt auch nicht so ungefähr machen. Aber ansonsten sagen die von der Beschreibung, es ist ein Ring auf jeden Fall. Von der Cave Canem Familie. Ich weiß nicht genau, was halt von denen zurückkommt so ungefähr. Die sind alle halt circa in unserem Spielbereich. Ich glaube, Wotan war ein bisschen stärker so ungefähr. Aber ansonsten alle anderen, die hier halt mitlaufen, waren circa halt, so Wotan hat 11 Millionen so. Ansonsten jetzt zum Beispiel alle anderen, wenn ich jetzt zum Beispiel mitlaufe, ich habe 1,5, wie gesagt, was schlafe ich noch mit, Alu oder Zeche zum Beispiel, gut, hat 4 Millionen. Da gab es zum Beispiel auch einen, der hat 3 Millionen gehabt, zum Beispiel, und halt Tinker zum Beispiel, erstmal 600.000 ungefähr. Daher sollte das, denke ich mal, definitiv in Ansatzweise ein recht gerechter, auf jeden Fall, Angriff in all... Soll einfach mal sein. Von daher gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal wunderschön die ganzen KBs an. Ich habe gesagt, 22:30 ist Einschlag. Jetzt natürlich kommen einige ein bisschen früher an. Von daher werden wir auf jeden Fall gleich uns alle KBs einfach mal freudig angucken. Und einfach mal schauen, wie die so verlaufen sind. Und können vielleicht so ein bisschen halt fachsimpeln. Und einfach mal gucken, vielleicht kommt mal was zurück. Vielleicht kriegen wir auch eine Nachricht von denen oder sowas. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also kurzer Timestep jetzt. Yay. Gut, nach einem kurzen Break hier auf jeden Fall, hier kommen wir schon ein paar Truppen zurück, können wir uns auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen was angucken, was hier wieder fleißig passiert ist. Und zwar habe ich hier auf jeden Fall nochmal wieder einen Sieg, den gucken wir auf jeden Fall mal gleich nochmal wieder an. Erstmal hier den Herr Adula Zech auf jeden Fall gemacht hat. Hier ist er erstmal bei Super Holgi auf jeden Fall rein und ja, hat er 8k auf jeden Fall mitgenommen. Leider keine Ehre bekommen. Ups, ja, muss ich gerade... Schon wieder einer zu bekommen. Hier habe ich wieder ein bisschen Ruhm und ich bin doch schon wieder gelevelt. Das ist schlimm, wie man immer wieder levelt. Darf sowas einfach nicht mehr machen. Hier hat er auch nochmal ein bisschen was mitgenommen. Das ist auch schon mal sehr, sehr schön. Guck mal, habe ich hier irgendwo ein KB vergessen? Nein. Bei mir kommen jetzt gleich meine ganzen KBs. Ich muss auch gleich nochmal weiterschicken. Weil man sieht sie auch schon im Hintergrund. Da sind ein paar Siege definitiv mehr dabei. Hier ist noch wieder auch nochmal schön. Hier ist er auch überall schön durchgeladen. Aber der hat auch einen Scheiß... BV gab, muss man dazu auch sagen. Junge. Ich meine, welches Level bist du? Wie schlecht ist bitteschön dein BV gewesen? Der Sumpftaube. Der Sumpftaube? Ich glaube, der ist 950 sogar. Mal kurz nachgucken. Na, der hat auch scheiße. 750 knapp. Little Willy, der hat auf jeden Fall, der ist auch schon 950. Okay, der ist ja gegen die Mauer gerannt. Passiert. Hier bin ich auf jeden Fall bei dem König, der die das König auf jeden Fall. Da bin ich halt mit Wölfen reingelatscht, das war auch zu geil, weil die ganze Zeit wirklich halt, da war halt, hier bin ich gar nicht gelaufen, hier halt einfach nur mit Wölfen und dann halt einfach nur mit den Spammer, die man da mit innen noch hat. Das war aber schön, hab dann einfach ein paar Truppen weggemacht, das ist immer wieder schön, das finde ich sehr schön, da kannst du wirklich mit wenig Truppen einfach reinlatschen. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Hier nochmal Little Willy, hier ist auf jeden Fall auch nochmal 16.000 raus, das ist auch nochmal sehr, sehr schön auf jeden Fall. Auch mit einem besseren BV, aber naja, naja. Schön, was mal da ist. Schön mit Minder. Ja, mal Little Willy auf jeden Fall auch nochmal 11k raus. Und hier auch nochmal 22k. Das ist auch ein schöner KB auf jeden Fall.
definitiv ein schöner Gabriel. Hier hat Wotan das auf jeden Fall auch nochmal. Der war bei Evu 04 auf jeden Fall da. Glorreicher Sieg hat 20.900 drin, ne? Ja gut. Wie auch immer. Hier hatte ich auf jeden Fall eine Niederlage. Hier wurde ich von Niklas Adventure 2 wurde ich da auf jeden Fall gedefft in einen seiner APs. Und hier kommen wir auf jeden Fall gerade in Primetime rein. Sehr, sehr schön. Hier bin ich auf jeden Fall nochmal, also hier bin ich 4000 rein und bin 6000 raus. Ich finde, das geht auf jeden Fall. Hier war ein Sieg von mir bei Super Holgi. Da bin ich halt, ja, da habe ich einfach nur sein Off mit weggenommen. Hier bin ich auf jeden Fall nochmal Brot. Hier bin ich auch bei Super Holgi drin gewesen. Da habe ich nur 18 verloren einfach. Das ist schon witzig. Aber ich sehe auch gerade, da kommen gerade auch noch ein paar Niederlagen. Bei Voyer auf jeden Fall in dem 1AP war ich auf jeden Fall auch noch drin. Da wurde ich sogar auf der einen Seite gedefft, sehe ich gerade. Hier wurde ich gehalten, aber trotzdem halt im Innenhof ihn auf jeden Fall genügend auf jeden Fall rausgehauen mit meinem FH. Das war auf jeden Fall schon okay, denke ich mal. Das ist auf jeden Fall gar nicht mehr so okay. Hier bin ich, hier wurde ich gedefft von Super Holgi. Hier war 49k drin, ich bin 4 zu 4 auf jeden Fall. Eine Flanke haben die auf jeden Fall gehalten. Ist okay. Ist auch vom Feld her auf jeden Fall einfach auch okay gewesen. Das ist okay. Hab ich eigentlich schon geschickt? Ich weiß das gar nicht. Also schicken wir ihn einfach zweimal. So. Dann auf jeden Fall hier nochmal. Von Alpha. Alpha bin ich mit 4000 noch hin. 6000 auf jeden Fall auch raus. Und wurde auf jeden Fall auch halt ein bisschen gedeftet. War auch ein bisschen mitgenommen auf jeden Fall. Die Flanke hat auf jeden Fall da gehalten. Und ansonsten habe ich ja noch was, ein bisschen was im Innenhof mitgenommen. Das ist aber auch gar nicht mal so. Not bad auf jeden Fall. Dann wurde ich auf jeden Fall hier auch nochmal, ach ne, wurde ich nicht gedafft, hier bei Gizi 2406 bin ich auf den AP gelaufen und da bin ich halt einfach mal freudig durchgelatscht, habe noch ein bisschen Ehre auf jeden Fall mitgenommen und bin noch überall drei Flanken rübergekommen. Keine Ahnung, was ob der, die das Spieler da war, auf jeden Fall hatte ich auch gesehen, dass der, also ich habe ein bisschen was auch ausspioniert. Der AP, ich meine, bezüglich der WV war davon eine Scheiße so ungefähr. Ne? Den FH habe ich mir gerade frisch zusammengebaut, da dachte ich, teste ich den mal. Und laufe da einfach mit, bezüglich mit so einem schlechten WV. Let's go so ungefähr. Das ist schon sehr, sehr einladend. Okay, habe ich noch eine Niederlage. Hier wieder bei Niklas Adventure auf jeden Fall. Da bin ich halt nicht durchgekommen. Das passiert dann mal einfach auch manchmal. Da kommt man manchmal einfach nicht durch. Ein bisschen was läuft hier auch noch bei mir. Jan, läuft bei dir noch was? Beziehungsweise bei Adula Zech? Ja, bei mir läuft gerade noch ein, zwei Angriffe, aber ich schicke gleich noch ein paar los. Aber die meisten BVs von denen sind halt echt richtig kacke, um das mal gut deutsch zu sagen. Also, dass er kaum eine, der annähernd eine Chance hätte zu deffen. Okay, bei mir läuft noch einer auf den, stimmt, auf den Futterteil da so ungefähr, auf die halt, auf die Ruine. Ich denke mal, der sollte auf jeden Fall noch durchgehen. Ein paar kommen ja noch zurück. Ich werde mal gleich mal gucken, was ich noch losschicke. Beziehungsweise ich werde euch gleich noch auf den Laufenden halten über die nächsten KBs, die auf jeden Fall gleich auch noch kommen. Ein bisschen Content kann man auf jeden Fall dadurch noch sich lustig auf jeden Fall nochmal angucken. Wir haben bis jetzt übrigens auch noch kein Schreiben bekommen von denen. Weder eine Heumail noch irgendwie ein anderes Schreiben oder so. Das finde ich sehr angenehm. Aber natürlich haben sich auch keine Gegenwehr, also sind auch nicht irgendwo zurückgelaufen. Das ist natürlich doof, oder bezüglich halt haben sich noch keinen Zurückschlag. Haben auch noch keine Sabos geschickt, noch gar nichts in dem Bereich. Keine Ahnung, was, ob da noch irgendwas kommen wird. Ich denke, wir werden ein bisschen angreifen. Ich habe auch schon in meinen 1AP, habe ich auch schon ein bisschen Def reingestellt, in meinen neuen Mäh hier auf jeden Fall. Damit, falls da irgendjemand angreift, ich auf jeden Fall den Defen kann. Das ist ja sehr gut. Aber gut, ich warte ein bisschen, bis neue KBs da sind und dann halte ich euch da wieder auf den Laufenden. Also ein kurzer Break. Let's go. Ich habe hier gerade eben nochmal, wir haben gerade eben nochmal geguckt, wir sind auf Platz 222 und die sind auf genau Platz 250. Das ist, denke ich mal, von den Machtpunkten her, ist das bezüglich dem 55 Millionen und wir haben ca. 70 Millionen und bei uns spielen auch gerade nicht alle mit, bezüglich Kämpfer und nicht alle mit. Daher denke ich mal, ist es von den Machtverhältnissen, ist das definitiv okay. Natürlich haben wir hier so einen Brocken, zum Beispiel Fiese Frosch, aber der ist zum Beispiel gerade eine Taube. Mit seinen 45 Millionen. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt rauskommen wird und sagen wird, bam, ich greife sie jetzt alle an oder sowas. Von daher habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall eine gute Allianz hier auf jeden Fall. Total klar, also wenn Sigi nicht mitspielt, dann haben wir nur noch
ja, 35.000 macht und dann sind wir denen ja sogar noch unterlegen. Deutlich sogar. Also, ganz genau. Was unfair ist, genau. Glaube ich nicht. Okay, da hast du gerade den Pit auf jeden Fall angegriffen, das war die wunderschöne Ruine. Und hast da die ganze Aufnahme rausgeballert. Finde ich einen sehr schönen KW auf jeden Fall, definitiv. Ich habe ihn übrigens auch nochmal angegriffen. Ich habe übrigens noch 33 Ehre bekommen. Aber habt ihr auch noch einiges an off mit weggeballert auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt gerade eben noch so besprochen. Definitiv. Bezüglich hier habe ich auch keine Truppen geschickt. Und dann denkt, hier ist ja nichts gelaufen. Hier habe ich keine Truppen geschickt. Ich wusste ja, dass er Ruin ist. Deswegen habe ich ja nur auf den beiden Seiten hier Truppen geschickt. Und halt hier nicht so. Deswegen hat sich jemand gefragt, warum, hä? Ich bin mit der da nicht durchgekommen. Hier sind dann keine Truppen gewesen. Ja. Wir haben uns jetzt gerade dazu entschieden, dass wir noch bis 0 Uhr circa da auf jeden Fall noch ein bisschen halt angreifen, weil von denen kommt da nichts zurück. Es kommt dann von denen gerade überhaupt nichts zurück. Es gibt auch kein Schreiben von denen, es gibt keine Rotstellung, es gibt einfach gar nichts ungefähr. Von da ist es jetzt 22 Uhr, lass mich kurz nachgucken, 45. Wir werden circa noch einmal, denke ich mal, alle nochmal halt, oder beziehungsweise einmal nochmal so ein bisschen da drauf laufen. Wenn da nachher nichts mehr von denen kommt, dann werden wir das auch nicht weiterführen, weil das macht denen gar keinen Sinn. Und wir werden jetzt so kein, denke ich mal, AP jetzt, wo wir jetzt schon mal drauf waren, nicht nochmal irgendwie probieren, nochmal hier ein zweites Mal, natürlich außer seinen Truppen drin, die vielleicht probieren rauszuprügeln. Aber ansonsten werden wir da nicht probieren, halt da irgendwie raufzuballern, weil ich meine halt, also jemand, der sich halt nicht wehrt, da müssen wir auch nicht halt die ganze Zeit über weiterhin laufen. Irgendwie. Das macht gar keinen Sinn, so. Von daher ist halt der Plan, dass wir halt einfach dann demnächst auch irgendwann einfach aufhören. Ich denke mal, um 0 Uhr ist, denke ich mal, eine gute Sache. So ungefähr wird auch noch ein bisschen was rausgeprügelt von halt Tinker Tinker oder auch einen kleinen Spieler. Ups, wann, warum denn? Tinker Tinker ist auch ein kleiner Spieler. Kleiner Spieler oder Spielerin, I don't know. Denke ich mal, von da ist definitiv halt einfach auch. Okay, gut. Dann auf jeden Fall ein Break. Wir machen noch ein paar Angriffe und ihr könnt sie dann euch gleich angucken. Yay. Fliesen! Hallo. Hier sind noch mal wieder ein paar neue KWs angekommen. Ich habe jetzt einfach mal, ich bin hier mit, also nicht 66 Mann hingelaufen, mit 32 Wölfe auf jeden Fall hingelaufen. Und habe da halt einfach ein bisschen was von dem mal einfach noch platt gemacht und 32 Wölfe verloren. Ich bin jetzt gerade noch mit 40 Wölfen hingelaufen. Das wird auf jeden Fall spaßig und spannend. Ich habe hier auch noch auf jeden Fall noch eine Pernin geschrieben und habe nochmal gesagt: Jo, Leute, unsere Gegner machen gar nichts, keine Gegenwehr, gar nichts, sie schreiben keine PNs, nichts, so ungefähr. Sie wollen eigentlich, ich weiß nicht, was mit denen los ist, so ungefähr. Und wir wollen das natürlich nicht weiter strapazieren, deswegen laufen wir nur noch bis 0 Uhr, also bis 0 Uhr darf jemand, wegen jeder, der möchte gerne noch, den Angriff irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch losschicken, dann einfach nichts mehr, weil es kommt dann einfach nichts von denen und dann ist bei uns dann einfach ein netter PvP-Abend gewesen. Aber wenn von denen halt nichts kommt, also warum sollen wir da irgendwie noch weiter halt drauf prügeln, so ungefähr, das macht ja auch nicht wirklich Sinn. Und da so ein bisschen PvP spielen, aber ich, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was mit der Allianz ist, so. Hier ist auf jeden Fall noch ein Angriff von Tinker, da ist auf jeden Fall auch noch ein glorreicher Sieg auf jeden Fall auch noch mit dabei. Hab ich gerade gesehen, ich glaube, auf den einen wollte ich auch noch selber drauflaufen, aber er sieht auf jeden Fall hingelaufen. Hier nochmal ein Death, passiert auch manchmal. Und hier bei Sumpftaube ist der Adula Zech auf jeden Fall nochmal rein. Und hat ihn nochmal auf jeden Fall 8 mitgenommen und ist mit ein paar auf jeden Fall wieder hingelatscht, so ungefähr. Und auf jeden Fall auch nochmal hier, 0. Wahrscheinlich OT rausgezogen, I don't know. Und, hier dann auch nochmal eine leichte Niederlage, aber hier auch nur mit ganz wenig Truppen auf jeden Fall wieder hingelaufen. Und bei mir auf jeden Fall läuft das noch. Der ist auf jeden Fall, habt ihr ja gesehen. Und, nächsten werden wir euch auf jeden Fall gleich auch noch zeigen. Deswegen wieder eine kurze Pause. Beziehungsweise für euch ist ja keine Pause, sondern halt nur für mich. Schweinerei sowas. Lirum Larum Löffelstiel, wir sind wieder da und ich bin noch gar nicht viel. So, wenn wir nochmal einen von Adula Zech auf jeden Fall hier, ist nochmal ganz wenig, auf jeden Fall hingelaufen, habe ich nochmal 4K auf jeden Fall rausgehauen. Das ist doch schon mal ein schöner KW. Das war ja der. So, dann habe ich hier auf jeden Fall nochmal wieder 2 Angriffe. Da wird einfach mal leer geräumt oder ein OT, was auch immer. Hier auch wurscht beim Stefan. Wurde auch nochmal 25k auf jeden Fall, fast 26k auf jeden Fall nochmal rausgeprügelt. Der hat auf jeden Fall jetzt erstmal keine Freude mehr. Naja, shit happen. Wir haben auch schon 2 Spios, die gescheitert wurden, soll ich noch dazu sagen, auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, was daraus jetzt noch wird. Beim Dimitri, der war auch nichts mehr drin.
Dann beim Stefan wurde auch noch ein bisschen was dann einfach noch mitgenommen. Ich meine, es ist halt so nebenbei, ne? Du nimmst da nebenbei ja einfach die Truppen mit. Wenn ein bisschen PvP spielen, dann ist das halt immer so. Da wird auch ein bisschen PvP gespielt. Also ist ja halt immer wie auch schon in meiner PN, ja, meiner Rundmille einfach. Wenn nichts von denen zurückkommt, gar nichts, warum sollen wir dann da so ungefähr weiter rumlaufen? Deswegen bis 0 Uhr. Es ist auch schon gleich 0 Uhr, gerade 23.37 Uhr. Es gehen noch ein paar Angriffe von Audula Zech auf jeden Fall noch raus. Den gucken wir uns natürlich auch noch mit an. Hier habe ich auf jeden Fall noch einen Sieg bei Ilona. Wir sind eigentlich von Machtpunkten her circa in etwa im gleichen Level auf jeden Fall. Das ist doch auf jeden Fall okay. Und ich habe halt bei ihr halt wunderschön einfach mal mit ein bisschen reingelatscht so. Das ist auf jeden Fall gut. Hier habe ich übrigens beim Muckelchen, wo die einfach mal halt gedefft. Schade, da bin ich ja nicht ganz durchgekommen. Leider, leider, leider bin ich auch an den Flanken ein bisschen hängen geblieben. Passiert halt manchmal, kann man halt immer nichts machen so ungefähr. Dann hat Tinker hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen was halt, mit weg halt genörgelt. Das darf auf jeden Fall auch nochmal sein. Und ein Angriffssieg hier auf jeden Fall habe ich auch noch bei Arthur. Da habe ich den auf jeden Fall auch noch ein bisschen mit halt weggehauen. Das ist schon auch gar nicht mal so verkehrt. Schicke ich auf jeden Fall nochmal rum. Dann warte ich jetzt gleich noch auf die letzten paar KBs von Audula Zech. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Video. Von da a little bit moment und dann geht's auch schon wieder weiter. So, der kleine Break war auf jeden Fall schon wieder durch und wir haben uns jetzt dazu entschlossen. Erst muss ich nochmal kurz zeigen, da hat er auf jeden Fall nochmal Muggelchen hier, auf jeden Fall nochmal Muggelchen. Der ist nämlich hier jetzt schon besoffen. Und wir haben uns jetzt gerade eben nochmal das Ziel genommen, vom Besoffen jetzt einfach nochmal kurz die HB, nämlich jetzt nochmal kurz nochmal durchzuziehen. Hier hat Audula tatsächlich auf jeden Fall noch ein bisschen was halt rausgehauen. Er hatte gerade eben, hat mir so schätze aber gesagt, wie viele Angriffe bräuchte, bis er den halt leer machen würde. Und bei dem tut sich halt nicht so wirklich viel. Der hat jetzt noch ca. 100k drin. Und wir werden jetzt beides noch ein bisschen Angriffe auf den ziehen. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, bin ich auch safe mit, dass wir nur bis 0 Uhr. Aber gut, der Besoffen, der hat ein paar mehr Truppen drin. Und irgendwie haben wir gerade halt so gedacht, haben uns gerade beide unterhalten. Wir könnten den ja einfach mal probieren, so ungefähr leer zu machen. Ich habe mir gerade eben gesagt, komm. Er hat irgendwie gesagt, er hat auf jeden Fall nochmal Bock dazu. Und ich habe gesagt, komm, wenn wir das auf jeden Fall machen möchte, laufen wir ja beide gemeinsam noch mit ein paar Angriffen drauf. Ein paar Truppen haben wir auf jeden Fall auch noch. Und dann probieren wir den dann einfach noch ein bisschen leerer zu machen. So. Denn freut er sich natürlich noch ein bisschen weniger. Kann dann natürlich auch sein, dass wir es ein bisschen überspitzt haben und sie uns dann natürlich auf jeden Fall nochmal definitiv dann morgen oder am Wochenende irgendwann auf jeden Fall nochmal ihre Main oder sowas schicken. Oder gegebenenfalls auch nochmal selber uns drauflaufen. Das ist dann aber auch, bin ich ganz offen und ehrlich, unsere eigene Schuld, weil wir es einfach überspitzt haben. Okay, aber ja, wir haben uns auf jeden Fall entschlossen, wir probieren jetzt noch die HB jetzt noch von ihm auf jeden Fall noch leer zu machen. Weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir probieren es auf jeden Fall einfach mal. Deswegen, let's go. Und ihr seht dann gleich weiter bei den nächsten halt KBs, wenn wir es gleich halt auf jeden Fall weiterhin probieren. Bis gleich. Kleiner Zusatz, er hat übrigens hier Med-Truppen drinne. Kann man hier so ein bisschen irgendwie komisch in der Spio sehen. Hier sind Med-Truppen drinne und wir haben natürlich beide keine Med-Einheiten, weil er ist natürlich schon Level 950. Und weder ich noch Audula Zech können uns schon Med-Truppen holen. Mit sich sind auch schon in dem Level, dass wir uns Med-Truppen holen können. Er ist zum Beispiel jetzt kurz davor mit seinen 391, ich mit meinen 244, habe natürlich auch noch ein bisschen weiteren Weg. Daher könnte das natürlich noch ein bisschen länger dauern. Das wollte ich auch zusätzlich mal gerade eben nochmal, wurde mir gerade eben nochmal ins Herz gelegt, das auf jeden Fall nochmal dazu zu sagen. Also nochmal ganz kurz zu den, wie viele Truppen hier noch drin sind. Es sind noch 72.000, sind auf jeden Fall noch drinne und es laufen jetzt auch noch ein paar Angriffe. Und zwar laufen von mir genau 1, 2, 3, 4, 5. Also halt, der ist natürlich nur ein kleiner Schneller, das bedeutet 4 etwas größere. Und von dem lieben Audula laufen hier zum Beispiel auch noch ein paar Angriffe, die natürlich alle halt vor meinen natürlich auch noch reinschallern. Von daher kann sein, dass seine das auf jeden Fall schon durchziehen und meine nochmal den Rest irgendwie nochmal wegbügeln. Kann aber auch sein, dass es anders ausgeht. Aber ihr werdet es auf jeden Fall alle gleich nochmal leben und ich kann euch kurz mal einen KB zeigen. Das ist dann ja so ein Spiel. Weg mit dir! Ich habe jemanden eine KB, wo hier schon mal 23.000 auf jeden Fall mit 10k auf jeden Fall rausgeballert hat. Da ist über eine Flanke rübergekommen und die andere nicht.
Natürlich, wir laufen ja alle noch mit normalen Truppen, wie ihr so schön sehen könnt. Wir laufen jetzt mit Dämonenfratzen-Veteranen und Todesschreck-Veteranen. Wir haben natürlich keine Med-Truppen und da wird natürlich mit Med-Truppen natürlich gedefft. Daher natürlich nochmal eine kleine Herausforderung. Wir werden gleich mal sehen, wie schön die KPs ausgehen werden. So, ja, meine Angriffe laufen noch, die sind aber nicht mehr wirklich relevant, weil halt, gut, hier war jetzt ein Angriff, der gescheitert ist, mit ein paar Truppen. Aber liebe Adler Zech hat hier auf jeden Fall erstmal mit 5000 nochmal 49k rausgeballert. Ist dann auch nochmal wieder über alle drei Flanken nochmal rübergekommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wir haben gerade eben nochmal so ungefähr abgestimmt. Ich habe gesagt, dass er gar nicht durchkommt. Und er hat gesagt, dass er nach dem dritten Angriff, glaube ich, hast du gesagt, dass du da durchkommst. Bist du schon am zweiten Angriff so ungefähr schon durchgekommen, weil hier ist halt der glorreiche Sieg. Hier hat auf jeden Fall auch nochmal den Rest weggemacht. Jetzt kann ich mal gucken, er ist auf jeden Fall noch 18 Karte noch drinne. Und ich komme auch noch mit ein paar Angriffen durch. Hier brennt die aber auch schon. Von daher, bei mir ist eigentlich egal, so ungefähr, ob die jetzt halt reinschallern oder auch nicht, weil halt, die 18k, denke ich mal, werde ich irgendwann schon knacken. Vielleicht nicht direkt beim ersten Angriff, aber wir können uns gleich auf jeden Fall den ersten Angriff auf jeden Fall nochmal reingucken. Aber auf jeden Fall sonst bei irgendeinem anderen Angriff. Also auf jeden Fall, irgendein anderer Angriff wird auf jeden Fall da freudig halt reinschallern und wird dann aber sagen, so, jetzt ist auf jeden Fall mal Schluss. Und jetzt hast du auf jeden Fall auch schon verloren. Da gucken wir schon mal gleich mal rein. Der erste geht gleich, boom, und oh, der erste ist schon zurück. Das war, ich habe ihn direkt 18k auf jeden Fall weggeballert. Da sieht man es hier auf jeden Fall. Ein Angriff, 18k. Gleich beim ersten Angriff, rausgeballert. Das war's auf jeden Fall. Ich bin noch nicht mal über die eine Flanke rübergekommen. Aber trotzdem mit den beiden anderen. Und habe jetzt auch nicht so massiv viel verloren. Na gut, dafür gehen jetzt alle an den Angriff jetzt einfach nur wieder ins Leere rein. Okay, ja. Damit ist auf jeden Fall das auch schon zu Ende, dieses Video. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeguckt habt. Bedanke mich bei dir, Adler Zech, dass du mitgemacht hast. Und wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und abonnieren den ganzen Scheiß halt, ne? die man so tun kann, wenn man möchte, natürlich. Auf Wiedersehen. Sag jetzt auf Wiedersehen. Tschüss. Gut, auf Wiedersehen.